vielleicht ein Glück. Ich wäre auch gerne an der Ostsee, bei dem Wetter. Meinetwegen könnte sie viel öfters weg sein. Ich kann jeden Mal gebrauchen. Guck mal, da kommt Sandy. Hi Hexe, hi Lisa. Hey Sandy, na? Hallo, habt ihr schon das neue Heft von Girls in More gesehen? Nee. Nein. Sie machen eine Wahnsinnsaktion. Gibt's was umsonst? Nein, die suchen neue Models. Das interessiert dich bestimmt auch. Echt? Oh, zeig mal wo. Morgen, meine Damen. Hallo. Ist Babsi nicht da? Nee. Und wer stellt mir jetzt meine Teemischung zusammen? In Sachen Teemischung ist meine Schwester Expertin. Hexe, du bist. Guten Morgen, Frau Winkler. Morgen. Was kann ich Ihnen denn anbieten? Meine Freundin schwört auf Artischuckenblätter, aber mir sind die zu bitter. Kannst du das nicht mit dem Tee machen? Nee, Hex hat heute Dienst. Na gut. Habt ihr eine Kamera auf dem Hof? Ja, komm mal mit. Der Salbertee schmeckt auch gut. Am besten, wir machen einfach ein bisschen Honig dazu. Weißt du, wie du Tage und Nächte mich so annervst, mich die ganze Zeit so annervst? Merle, bitte lass die Finger davon. Das kann ich auch, du musst nur zu singen. Das könnte dir so passen. Timo? Was ist? Können wir vielleicht deine Kamera haben? Ich will mich bei einer Fotostory bewerben. Na gut, aber ich will sie halt zurück, okay? Geht klar. Danke. Danke. Kann ich zugucken? Lieber nicht. Du störst nur. Und sei da auch. Das Trees. Also los. Als ich dich an dem Tag auf der Straße gesehen hab, war mir so klar, dass ich dir mein Herz gab. Doch was zu sagen, traute ich mich nicht. Du standst da, ich war so baff. Ich hatte dich gefunden, doch kurz darauf warst du wieder verschwunden. Alles, was ich sah, war nur dein Gesicht. Weißt du, wie ich Sag mal, was hast du denn da, Oskar? War das schon wieder Profil? Ich möchte mal so richtig, von vorne mit Lippenstift und so. Dein Profil ist gut. Und wieso Lippenstift? Du musst total natürlich rüberkommen. Aber die wollen doch auch meine Figur sehen. Ich habe extra meinen neuen Body angezogen. Also, ein Bild ist noch drauf. Aber ich würde mich für sowas nicht ausziehen. Es geht doch vor allen Dingen um dein Gesicht. Ich ziehe mich doch nicht aus. Hier, guck mal. Die Mädchen in den Zeitungen haben alle nur Bikinis an. Also, ich würde mich trotzdem für sowas nicht ausziehen. Ich zieh mich doch nicht aus. Aber das letzte Foto machen wir so, wie ich es will, okay? Mama, du störst. Mach ruhig weiter. Ich wollte nur fragen, ob Sandy zum Essen bleibt. Nein, du siehst doch, dass sie ziemlich im Stress ist. Bitte, Mama. Okay, okay, bevor ich mich schlagen lasse. Also wenn ich mir die hier alle so angucke, ich finde, die sehen alle total aufgestylt aus. Models müssen sich aufstylen, es gehört zu ihrem Job. Ich finde es trotzdem nicht so gut, sich so anzubieten. Was heißt anzubieten? Das wird ein ganz normales Foto. Ja, dann verstehe ich nicht, wieso du nackt sein musst. Ich bin nicht nackt. Ja, dann zieh dich doch ganz aus. Weißt du was? Ich suche mir einen neuen Fotografen. Du bist echt total verklemmt. Ich? Ich bin verklemmt? Nur weil ich für Geld nicht alles machen würde? Mensch, Sandy, was ist denn los? Was war denn los? Habt ihr euch gestritten? Ja, die blöde Kuh ist pikiert, weil ich sie nicht halbnackt fotografieren wollte. Wieso halbnackt? Ja, hier. Sie möchte sich bei Girls and More bewerben. Als neuer Star der Fotolove-Story. Sie ist so doof.
ihr mich so erschrecken? Damit geht das nicht. Normales Papier kokelt zu schnell. Wo hast du den Tabak her? Sag bloß, du wolltest rauchen. Logisch. Und wenn du dir dabei in die Hose machst? Tu ich schon nicht. Keine Angst. Schade um den schönen Tabak. Ich gehe uns richtiges Zigarettenpapier kaufen. Aber du solltest lieber nicht rauchen, Merle. Du bist doch zu klein für sowas. Bin ich nicht. Ihr könnt froh sein, wenn ich euch was abgebe. Okay, okay. Auf deine Verantwortung. Wir können ja Windeln kaufen. Die bezahle ich freiwillig. Aber die sind teurer als Zigarettenpapier. Ihr seid furchtbar witzig, ehrlich. Bedienung! Ami! Na, was möchtest du? Ja, ich suche Äpfel. Jona Gold oder Elster oder so. Sind leider alle an. Aha. Habt ihr keine Augustäpfel? Sind die überhaupt schon reif? Ach, lass mal. Ich mach Baiser mit Stachelbeeren, das mögen sie alle. Oh, hallo, Julia. Hallo. Wo willst du denn drauf los? Ich will zum Turnen. Ich darf die Übungsleiterin vertreten. Oh, das ist ja toll. Ja, und ich muss leider Babsi vertreten. Das tust du doch gern, oder? Und doch nicht umsonst. Stimmt. Du, Lisa, ich habe nachgedacht über Sandy und die Fotostory. Ach, lass sie doch. Wahrscheinlich fühlt sie sich wie Claudia Schiffer. Aber ich finde die Idee toll. Was meinst du, ob sie echt Chancen hat? Naja, hübsch ist sie schon. Aber ich glaube, die suchen was Besonderes, was Apartes, denke ich. Denke ich auch. Mach's gut, Lisa. Tschüss. Wow. Klasse. Hallo, meine Damen. Ich bin Robbie Quante. Darf ich mich vorstellen? Ich soll euch fotografieren. Und du weißt bestimmt Bescheid, oder? Also, ich weiß von nichts. Ich bin nur die Vertretung von Frau Rath. Ah, so. Es geht darum, eine Kollegin von mir, die schreibt eine Artikelreihe zum Thema Jugend und Verein. Ich mache die Bilder dazu und dieser Termin war mit Frau Rath abgesprochen. Komisch. Muss ich vergessen haben. Oh, wen kümmert das groß? Wir haben doch alles, was wir brauchen. Pass auf, ihr Kinder, kommt mal ein bisschen zusammen. Ja, los. Meine Damen, reden auch bitte. Kommt zusammen. Ja, kommt zusammen. Ja, so, und kommt alle schön zusammen? Ja, sehr schön. So, und schaut mich an. Und du da hinten, dich will ich auch dabei haben. Ja, ja, danke schön. So, genau. Und in Position bitte. Ja, lächeln, cheese und... Ja, das wär's schon. Danke, meine Damen. Kann ich dich mal kurz sprechen? Du da mit den roten Haaren, komm doch bitte mal zu mir. Sag mal, hast du schon mal gemodelt? Ich? Nein, wieso? Bei deiner Figur und deiner Art, dich zu bewegen, hätte ich es sofort gedacht. Übrigens sehr apart, deine Haarfarbe. Sind die echt? Ja, leider. Und die Sommersprossen auch. Ich finde die ganz wunderbar. Du würdest perfekt in meine Schwarz-Weiß-Reihe passen. Ich bereite eine große Ausstellung vor. Das sind nur Studiobilder. Und ich sehe es direkt vor mir. Du in diesem Dress vor einem geöffneten Fenster im Gegenlicht. Oh, Wahnsinn! Kann man das wirklich so machen? Hör mal, du hast doch alles, was man dazu braucht. Ruf mich bitte gleich morgen früh an, ja? Meine Handynummer steht auf der Visitenkarte. Übrigens, wie heißt du eigentlich? Julia Clement. Wunderbar, es klingt ja wie ein Künstlername. Also Julia, ruf mich bitte gleich morgen früh an, ja? Ja, ich zähle auf dich. Also dann, danke schön, danke auch meine Damen, ihr wart ganz wunderbar. Also dann, du rufst mich morgen früh an, ja? Also, danke, tschüss. Tschüss. Lässt du jetzt hey, super. Du bist so Model. Bist du jetzt berühmt, fährst du nach Hollywood? Jetzt ein Model? Vielleicht. Und Niklas hat mir das Rauchen verboten. Ach, er macht dich nur wichtig. Na, was ist? Ich hab's. Klasse. Und wenn Malte was merkt, verrät er uns dann. Ach, er petzt nicht so schnell. Gib mal her. Jetzt zeige ich dir mal, wie man eine Zigarette dreht. Willst du wirklich nicht mitrauchen? Nee, keine Lust. Das macht aber Spaß. Ja, wenn man es heimlich macht, aber wenn es erlaubt ist. Wo ist es denn erlaubt, dass Kinder rauchen? In Thailand. Da rauchen viele Kinder. Das ist ganz normal. Du auch? Klar. Ach, deswegen kannst du so gut Zigaretten drehen. Das muss toll gewesen sein. Naja, aber gegen den Hunger hat's geholfen.
Danke. Komm doch bitte mit. Nö, keine Lust. Aber ja, keine Lungenzüge, okay? Warum? Es haut dich so dumm. Okay. Danke. Ich finde es gut, dass sie uns kein Zigarettenpapier verkaufen wollten. Also ich finde es eine Unverschämtheit. Aber sonst wäre die Pfeife von deinem Opa nicht eingefangen. Die finde ich echt cool. Das nützt uns aber nichts. Der Tabak ist weg. Verdammt, das war Merle. Wenn ihr den Tabak sucht, Papier habe ich auch. Wo hast du das her? Beziehungen. Nun sag schon, wo hast du die her? Oh, kann ich die haben? Wenn du mir die Zigarette gibst? Gib mal her. Du darfst den Qualm nicht einatmen. Wo hast du den Quatsch denn her? Von Kiki. Was versteht die denn davon? Mehr als du denkst. Wir sind richtig gut. Susi, wir könnten auftreten. Ja, dann solltet ihr das auch tun. Ja, wo denn? Oh, uns kennt doch kein Schwein. Was wir brauchen, ist Promotion. Bilder, Poster, irgend sowas. Ihr macht doch Werbung für ihn in der Schule. Und wer von euch kommt morgen mit aufs Feld Bohnen pflücken? Zahl 5 Mark die Stunde. Also hör mal, Feldarbeit mit meinem Musiker hinten? Kann's vergessen. Also ich habe heute genug Stress gehabt. Nichts ist anstrengender, als im Hofladen rumzuhängen und auf Kundschaft zu warten. Ich bin total K.O. Toll, wie hilfsbereit ihr alle seid. Und was mit dir? Hexe! Oh, Entschuldigung, ich hatte gerade nicht zugehört. Okay, ich kann auch anders. Morgen Nachmittag um 3 ist Abfahrt zum Bohnenfeld. Das ist eine Anordnung. Jeder Widerstand ist zwecklos. Oh. Alle mal herhören. Ich habe euch eine wichtige Mitteilung zu machen. Ich lade euch morgen Nachmittag alle zu Kaffee und Kuchen ein. Oh ja. Um 3 Uhr hier in meinem Garten. Und zwar alle. Was ist denn los? Gibt's was zu feiern? Ja, natürlich gibt's was zu feiern. Oh Gott, hast du Geburtstag? Nein, kein Geburtstag. Mehr verrate ich heute nicht. Das ist doch was für dich und deine Band, Timo. Das wäre doch die Gelegenheit für euren ersten Auftritt. Also Susi, den stellen wir uns aber anders vor. Wir machen Pop und keine Kaffeemusik. Nun werd nicht überheblich, Timo. Dieses Kaffeetrinken hätte eine musikalische Untermalung verdient. Ihr werdet ja sehen. Und was ist mit meinen Bohnen? Ach hier, was ich noch fragen wollte. Hat jemand von euch Niklas und Merle gesehen? Tobias ist auch nicht da. Wo stecken die denn? Kiki, du vielleicht? Keine Ahnung. Ich werde mal nach ihnen sehen. Ich glaube, ich habe vorhin irgendwas beim Füttern gehört. Sollen wir nicht doch lieber Hilfe holen? Ich schaff das schon allein. Bloß nicht. Sonst kriege ich wieder die ganze Schuld. Ist euch nur schlecht oder habt ihr auch die Hosen voll? Was kommt von den Lungenzügen? Sie haben ja nicht auf mich gehört. Na ihr beiden, ist euch der Appetit auf Zigaretten vergangen? Dann wollen wir Carla und Armi auch gar nicht weiter beunruhigen. Ihr habt zu viel Süßigkeiten gefuttert, ist das klar? Ja. Los, hoch. Tobias, Abmarsch. Feierabend. Wahnsinn, oder? Da träumt doch jeder von, einfach so entdeckt zu werden. Also ich weiß nicht, du kennst den Typen doch gar nicht. Außerdem weißt du gar nicht, was er von dir will. Natürlich weiß ich, was der von mir will. Ich hänge bald in irgendeiner Ausstellung. Oh, Lisa, stell dir das mal vor, und das nur in diesem Body. Was? Nur in diesem Body? Wenn du das wirklich machst, dann komme ich mit. Allein ist das viel zu gefährlich. Du spinnst ja. Man merkt, dass du keine Zeitung liest. Übrigens, hat er schon was von dem Honorar gesagt? Honorar? Wieso, was meinst du damit? Mensch, Hexe, du kriegst Geld dafür, dass du dich fotografieren lässt. Quatsch, das sind Kunstfotos. Und ich weiß schon, worum ich ihn bitten werde. Da bin ich aber mal gespannt. Naja, ich könnte mich auch für die Fotostory bewerben. Robby findet mich apart. Apart?
Du fällst doch auf jeden Mist rein. Ruf meine Kamera. Oder braucht ihr sie noch? Tut mir leid, Timo. Die habe ich noch im Hofladen vergessen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Hexe kennt nämlich jetzt einen Star-Fotografen. Wer ist da? Ach, die Bank. Nein, das muss meine Mutter sein. Doch, in 10 Minuten ist sie wieder zu Hause. Ja, probieren Sie es doch einfach nochmal. Mhm. Auf Wiederhören. Ami hat einen Termin bei ihrer Bank. Weißt du was davon? Keine Ahnung. Sag mal, hat Hex heute Morgen keine Lust gehabt? Sie wollte doch eigentlich Astylos reiten. Wahrscheinlich hat sie es vergessen. Sie ist schon ganz früh los, um sich mit einer Freundin zu treffen. Wie geht's Tobias eigentlich heute? Schon besser. Die Jungs müssen sich irgendwo angesteckt haben, wenn du mich fragst. Mama! Weißt du, wo Hexe ist? Die ist einen Stadtbummel machen mit Sandy. Zum Café ist sie wieder zurück. Wieso bist du eigentlich nicht mit? Na, weil ich die Zeit verschlafen habe. Ach, so ein Mist. Ausgerechnet heute muss mir das passieren. Hey, was ist denn daran so schlimm? Erzähl ich mal später! Wo willst du denn hin? Weißt du, was hinter Amis Café-Einladung steckt? Vielleicht willst du uns ihren neuen Lover vorstellen. Nein, ich habe wirklich keine Ahnung. Aber irgendwas brütet sie aus. Das ist schön hier. Sind die alle von dir? Ja. Etwas in dieser Art habe ich mir vorgestellt. Gefallen sie dir? Echt total schön. Dein Turnding, ich meine, dein Body hast du hoffentlich mit, oder? Ja, den habe ich schon unter. Wunderbar. Sag mal, schminken musst du dir gar nicht viel. Vielleicht ein bisschen Lipgloss, ein bisschen Wimperntusche, aber bitte nicht zu viel. Ich will dich genau so, wie du bist. Sag mal, kannst du deine Haare aufmachen? Ja. Ja, genau so. Sehr schön. Pass auf, die Sachen findest du alle da drüben. Mach dich in Ruhe fertig, ja? Okay. Gut. Das muss es sein. Kiki hat nämlich erzählt, dass Hexe zum Hafen wollte. Los, ich mach mir Sorgen, sie ist da ganz allein. Also das ist keine Farbe, das kannst du vergessen. Was ist hiermit? Steht mir auch ganz gut. Am coolsten finde ich dich hiermit. Das können wir doch später entscheiden. Erst muss Hexe mit dem Mann reden. Wenn die beiden wirklich befreundet sind, bringt sie nachher mit. Soll ich Ulf und Jakob schon mal vorwarnen? Wieso? Ja, die müssen auch mit aufs Bild. Erstmal geht es nur um dich. Du bist der Star. Ist der Sänger doch immer. Ja, lass die anders mal lieber nicht hören. Was ist? Ziehst du an? Mir zuliebe? Für dich tue ich doch alles. Fast alles. Na? Ja, schön so. Ja, genau so. Und nicht bewegen, ja? Alles klar? Und? Sehr gut. So, und jetzt zur Anfangsposition aus deiner Turnstunde. Du weißt schon, schön auf die Zehenspitzen. Ja, schön so. Ja, sehr gut. Ein bisschen mehr zu mir. Ja, gut. Ein bisschen mehr lächeln, Kopf hoch. Ja, und nicht bewegen, ja? Alles klar? So, und jetzt so wie das Mädchen auf dem mittleren Bild. Schau es dir genau an. Ja, natürlich zu mir. Komm, schau mich an. Ja, schau mich an. Lächeln, bisschen mehr Profil, ja, und stillhalten, nicht bewegen und gut. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich stelle mich total blöd an. Du bist nur ein bisschen verkrampft. Startprobleme, was sonst? Komm, wir machen erstmal eine Pause. So, bitteschön. Danke. Prost. Darf ich dich mal was fragen? Na, bin ich aber gespannt. Kannst du mir ein paar Fotos schenken? Du kennst doch bestimmt die Zeitschrift Girls in More. Die suchen ein Gesicht für eine neue Fotostory. Ja, richtig, ich weiß. Da läuft so eine Kiste. Da würde ich aber auf Farbfotos setzen. Also am besten wäre natürlich eine richtige Setcard. Ich hatte da Kontakte. Mit 500 wärst du dabei. 500? Was soll ich denn damit?
Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Prospekt von dir. Damit ködert man die Agenturen. Also ohne Setcard läuft heute gar nichts mehr. Ich brauch das nicht. Ich will doch nur ein paar Fotos. Okay, mal sehen. Ich hole inzwischen die andere Kamera. Such dir da drüben mal einen süßen Bikini aus. Das Oberteil kannst du gleich da lassen. Du willst doch gewinnen, oder? Wie hieß die Straße nochmal? Heutestraße. Und welche Nummer? 53, glaube ich. Dann lass uns mal da lang fahren. Jetzt reiß dich mal zusammen. Mein Magen spielt wirklich noch ein bisschen verrückt. Denk nicht dran, freu dich lieber auf den Kuchen. Ja, hier kommt erstmal ein Nachschub. Bitteschön. Oh, bitte kein Tee. Der kommt mir jetzt schon noch zu den Ohren raus. Kein Tee für mich, Armin. Ich fühle mich schon super. Heute bleiben wir trotzdem bei Tee. Auch für dich, Tobias. Der Kuchen ist sowieso zu fett für euch. So, und nun schön austrinken, damit ihr bald wieder gesund werdet. Ach so, hier. Zieht euch nachher noch ein anderes T-Shirt an. Ich möchte, dass ihr nett aussieht. Was ist los? Kommst du endlich? Ich zieh mich nicht aus. Na, hör mal. Heute zieht sich fast jeder aus. Das ist total normal. Aber ich zieh mich nicht aus. So wirklich, Julia. Julia, was soll denn das Theater? Wer modeln will, der kennt auch die Spielregeln. Du hast mich um die Fotos gebeten. Du wolltest, dass ich die fotografiere. Also bitte stell dich jetzt nicht so an, ja? Aber ich kann das nicht. Julia, was glaubst du, was andere tun würden für so eine Chance? Was glaubst du, worauf du jetzt verzichtest? Robbie Quandt hat einen großen Namen in der Branche, meine Liebe. Ich will das nicht! Das darf ja wohl nicht wahr sein. 53D. Robbie Quante, Fotostudio, das ist es. Mist, wir müssen klingeln. Hey, Hexe, was ist passiert? Warum sollen wir die Polizei rufen? Nein, das war alles meine Schuld. Ich wusste ja nicht, wie das ist mit dem Model. Was hat er gegen getan? Er wollte mich nur fotografieren und dann sollte ich mich ausziehen. Na warte, dem werde ich zeigen. Sebastian, warte. Das hat doch alles keinen Sinn. Wir müssen weg hier. Komm, Hexe. Zu Hause hältst du die Klappe, verstanden? So, nun kommt mal alle her. Wir wollen endlich unser Foto machen. Ja, die Kinder vorne, so ist prima. Niklas, nicht schieben. Den Scheck muss man sehen. Als Vertreter der Bank ist mir das besonders wichtig. Oh, 10.000 Mark. Die möchte ich auch mal gewinnen. Wie lange machen wir jetzt schon Gewinnspann, Uwe? Aber Armin war ja schon immer so ein Glücksspitz. Ja. Frau Sommerland, eine unserer treuesten Kundinnen als glückliche Gewinnerin. So etwas gehört einfach ins Stadtteilblatt. Solche Werbung wünscht sich jede Bank. Passen Sie auf, dass die Kinder gut drauf sind. Also ich glaube, jetzt könnten wir. Moment, Moment. Die beiden müssen mit aufs Foto. Was ist denn, Julia? Nichts. Ich habe eben nur so einen Schreck bekommen. Komm doch hierher. Lächeln, Julia.